Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, und weiter geht's nochmal mit unserem englischen Road to Wir wollen Gold erreichen Team. Und ja, wir mussten ja letztens gerade wieder eine Niederlage einstecken, deswegen mussten wir wieder zurück auf unseren Bronzespieler. Jetzt soll es dann nochmal losgehen und hoffentlich kriegen wir jetzt mal einen Gegner, den wir jetzt wieder mal ein bisschen besiegen können, der auch ein bisschen, ich sag mal, von der Bewertung auch gleich ist wie unser. Ja, denn alles andere ist schlimmer, als wenn wir jetzt einen Überpace-Gegner kriegen. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt einen finden. Jo, da finden wir auch gerade einen. Wir spielen zu Hause, wir warten auf den Gegner Santa Fe. Ja, der sieht doch ganz gut aus, ne? Mit 64, 63, 62. Das sieht doch mal alles schnieke aus. Da kann man auf jeden Fall spielen. Jetzt muss der Nick denn einfach auch noch OK drücken. Falls er denn da ist, er hat noch eine Schieb von 69. Das sollte also machbar sein, dass wir unseren nächsten Upgrade haben. Falls er denn mal Yo drücken tut. Mit bereit. Ja, na endlich. Der Nick geht los. Er hat diese grauen T-Shirt. Ja, bleib du mal bei den weißen. Jubai. Genau, dann bleibe ich bei denen. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Gucken wir mal, was er da für eine komische Krüppelmannschaft hat. Ja, doch, eine Bronze-, Silber-, Goldmannschaft, das ist doch auch so ein Ding. Ich denke mal, der Junge wird auch versuchen, hier auf jeden Fall auch so Englisch. Englisch, zwei Irländer hat er mit drin, ein Kolumbianer oben im Sturm und ein Brasilianer im Tor. Das sieht mir ja fast auch aus für eine England-Division, ja. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins Spiel. Ich schneide euch wie immer das Beste zusammen. Braucht ihr nicht das ganze Spiel zu gucken. Und ja, dann hoffen wir mal auf jeden Fall, dass er ein Lobby ist, damit wir den nächsten Upgrade kriegen. So, hatte ich schon eigentlich gesagt. Ich glaube, für jedes Tor, das wir machen oder so, gibt es halt einen nächsten Stufen-Upgrade. Also, wenn wir jetzt 1-0 gewinnen, darf einer von Silber zu Bronze, von Bronze zu Silber, und weiß gar nicht gerade, wieso das hier so leckt. Und wie cool liegt sich den Ball einfach viel zu weit hin, Alter. Oh! Alter! Ich weiß gar nicht, wieso das gerade so lecken tut. Spieler im Fokus, Figuli von West Ham United. Ich habe ja jetzt auch schon die Footkarte hier von meinem Alex Hunter. Und okay, Ashley Young. Gibt's hier jetzt das erste Tor? Gibt's hier jetzt das erste Tor? Und Wickham! Yeah! 1-0. Wir können unseren Bronze-Innenverteidiger, war es, glaube ich, den können wir jetzt von Bronze auf Silber upgraden. Sehr schön. So kann es doch mal losgehen. Hier sehen wir nochmal schön die Flanke. Und dann steht er dort einfach total ungedeckt. Und wenn der nicht reingegangen wäre, dann hätte ich das Spiel deinstalliert. Oh, hier die nächste Chance. Und, oh mein Gott, Vincent macht es nicht, liebe Zockerfreunde. Vincent steht da und nimmt ihn einfach mal mit dem Außenriss und der kriegt es nicht rein. Aber unser erstes Upgrade auf jeden Fall vom Innenverteidiger. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir den nächsten vielleicht von Bronze auf Silber kriegen. Und bleib doch mal stehen hier, du kleiner Bastard, Alter. Oh. Hallo. Ich wollte den Ball. Und wieso leckt das verdammte Spiel schon wieder so? So, Ashley Young läuft. Vincent Young
All in the air. All in the air. Holy. Das war nix gewesen. Nix. Nix war das. Vincent. Leck, 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 leck. Ja. Und der Kante, Alter. Wie geil. Das war ja hier in Zeitlupe. Das Spiel läuft gerade echt in Zeitlupe. Da kriegst du echt den absoluten Krampf. Und ich spiele schon zu Hause. Und dann guckt euch das Ding an. Bam! Unter die Kante und bleibt dann auch gleich im Innennetz denn liegen, Alter Junge. Das ist mal James Wind, unser ZOM, wird der Nächste mit dem Upgrade. Hoi, von Bronze her auf Silber. Das muss ich aber noch abgehen. Wickham! Er fault mich! Er kommt nicht ran! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh, das gibt's doch nicht! Alter, das gibt's doch nicht! Er legt den Ball und dann, indem ich den Ball so weit vorgelegt habe, läuft das Spiel hier einfach wieder nur in fucking Slow Motion, Alter. Ah, der hat mich da richtig gefoult, Alter. Ward. Ward von hinten. Der Ball war nicht da gewesen. Das muss definitiv rot geben und er kriegt nur gelb. Es ist ein Witz. Darren Ward, der Bronze-Innenverteidiger meines Gegners. Guckt euch das an. Hier habe ich den Ball richtig abgenommen und da ist der Ball nicht da und er geht mir von hinten in die Beine. Das hätte definitiv rot geben müssen. Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, Wickham sagt dann erstmal Dankeschön fürs Tor. Und Ashley Young. Oh, das gibt's doch nicht. Young Ming-Ong. Der schwarze Young Ming-Ong, Alter. Perfekte Chance und er zielt das Ding einfach total mittig auf den Torwart. Ecke. Ich stehe gut. Und er macht ihn direkt auf den Ball. Es ist wie Slow Motion. So, Halbzeitpause. Wir führen mit 2:0, auch wenn wir weniger Ballbesitz haben und auch die Schussgenauigkeit bei uns nur 50% ist, bei dem Gegner 100%. Ha, diesen Witz. Wir führen mit 2:0 und guck mal, wie es dann in der nächsten Halbzeit weitergeht. Ich hoffe mal, das scheiß Ruckeln hört bald auf. Das kotzt einen einfach nur noch an. Jo, bei ihm gibt es jetzt zwei Auswechslungen auch noch. What the fucking hell? Was hat Vincent da für ein Tor gemacht, Alter? Was, liebe Leute, hat Vincent da für ein Tor gemacht? Wollen wir Vincent dafür gleich mal auf Gold setzen? Er ist einer, der zwei Tore gemacht haben. Und ich glaube, am Anfang habe ich das genau so erzählt, Alter. Wenn hier einer mehr als ein Tor gemacht hat, dann sollte der auch gleich das nächste Upgrade bekommen für jedes einzelne Tor. Guckt euch das an. Innenpfosten wieder. Ich glaube, so wie vorhin schon James Vincent. Sehr geiler Spieler. Sehr geiles Tor. 3:0. Und wieder ein schönes Tor im Ruckelparadies hier. Und diesmal war es, glaube ich, mal wieder unser Wigan. Guckt euch das an. Schön weitergegeben. Angehalten. Zack, freie Schussbahn. Und dann wieder. Also heute ist der Tag des Aluminiums. Und es ist nicht mal schlecht zu uns. Es ist richtig gut. Connor Wickham. Ich denke mal, er wird aber bald ausgewechselt durch unsere Informkarte von Alex Hunter. Oh, schön abgenommen. Geswaggt. Wickham. Und Vincent. Vincent macht es. Vincent. Meine Güte nochmal, Winnie Vincent, Alter, der hat ja auch mal richtig ein Glück. Er steht jetzt gerade beim Pfostenschuss. Diesmal war das Aluminium nicht ganz auf unserer Seite, aber James Vincent, Alter, ich glaube, wie viel hat er jetzt? Er hat auf jeden Fall in diesem Spiel sein Triple gemacht.
Ohne Scheiß, wir gucken ganz kurz mal. Vielleicht kommt das hier unten angezeigt. Eins, zwei, ja. Vincent, Hardsign Triple. Ich denke mal, da können wir uns fast schon einen goldenen ZOM für ihn denn auf jeden Fall holen. Und dann haben wir auf jeden Fall nochmal für den Mittelbereich, denke ich mal, haben wir dann auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit, uns dort noch ein Upgrade zu holen. Weil, wie gesagt, bei drei Toren, er macht von Bronze zu Silber ein, dann nochmal von Silber zu Gold, dann haben wir zwei Tore verballert. Also da können wir auf jeden Fall was richtig Gutes machen. Vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen mehr zusammen. Oh, Milner. Oh. Das wäre die Möglichkeit gewesen, wenn Milner da noch durchgegangen wäre. Vincent jetzt aber richtig erschöpft. Ich glaube, auch von unserem Gegner ist jetzt hier nicht mehr viel zu erwarten. Die letzten vier Minuten. Aber das ist auch eine richtig eklige Ruckelpartie jetzt hier gewesen. Ne? Also, oh, Young schön reingegangen. Milner gibt nochmal den Ball. Aber der geht per Hackentrick zu niemandem. Oh, schön. Und dann... Oh, 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 oh. Oh. Da hat leider kein so gutes Glück, dass da keiner mehr da ist. Leadsen versucht hier nochmal. Vincent. Ja, Wickham, Wickham. Oh, Ashley Young. Oh. Du, dann leckt das aber auch, dass du nichts mehr richtig... parieren kannst. Ja, unser Gegner ist auf jeden Fall Matt, will noch das Spiel rumbringen und somit gewinnen wir 5:0. Hier James Vincent mit 3 Toren und 6 Schüssen wird hier Spieler des Tages. Er wird definitiv aufsteigen und da schauen wir auf jeden Fall mal, wen wir da alles upgraden. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Ja, das war mal wieder eine geile Partie, auch wenn es mehr geleckt hat und geruckelt, aber ein Sieg ist ein Sieg. 5:0, 5 Upgrades.